mit der Vorhand Longline. Der Defensivschuss kam dann natürlich etwas zu zügig. Ausfall vom Platz, das ist jetzt von der Anlage das Problem. Aber Köpfer hat dieses Aufschlagspiel durchgebracht. 5-5. Also schwarzes Bild, da kann jetzt keiner was machen. Das ist hier ein Problem auf der Anlage. Aber vielleicht kann es ihnen dann so nahe bringen. Also auf allen Plätzen gerade schwarzes Bild. Matthias und Boris, seid ihr denn technisch zu hören? Dann könnt ihr ja vielleicht ein bisschen Hörfunk machen. Nee. Anscheinend auch nicht möglich. Also 5 beide. Stets in diesem zweiten Durchgang 15 beide. Basilashvili beim Service. Und da müssen wir halt ein bisschen Hörfunk machen. Werden wir hinkriegen. Und ich hoffe, dass dann hier auf der Anlage das Bild dann auch bald wieder kommt. Für Sie zu Hause. Das ist natürlich ärgerlich in dieser Situation. Aber das ist jetzt ein Problem hier, mit dem Eurosport nichts zu tun hat. Wir machen eine kurze Werbepause und hoffen, dass dieses technische Problem dann auch gelöst ist. 5 beide im zweiten. So, liebe Zuschauer, tut mir leid, dass Sie jetzt hier keine Live-Bilder haben aus der normalen Perspektive, aber wir sind mit einer Extra-Kamera natürlich am Platz unten. Es steht 6-5 für Basilashvili, ein kompletter Ausfall der Leitungen von allen Courts, erstmal übers zentrale Sendezentrum. Deswegen diese ungewöhnliche Perspektive, aber das ist das Gute, wenn man dann vor Ort ist, kann man das trotzdem alles in den Griff kriegen. Basilashvili fit, aber wie gesagt, er muss alles in diesen Tiebreak reinlegen. Ja, das macht er auch. Steht jetzt wieder bereit. 3 beide, hat 3 Punkte mehr gemacht bislang im gesamten Match als Basilashvili. Erster Aufschlag mit der Netzkante ins Aus. Sie sehen ja den Görge hier. Und das ist auch keine schlechte Idee, über das Scoreboard zu filmen. Bravo! Damit sehen Sie also, was ich hier kommentiere. Der Crossball von Basilashvili ist weg und Köpfer führt. 43 hat er gemacht. Und Dominik Köpfer kann verkürzen. Wir hoffen, dass die Leitung wieder zurückkommt für Sie zu Hause. Bis dahin müssen Sie mit der Anzeigentafel leider Vorlieb nehmen. So, da haben Sie Bilder von der Anlage. Das ist hier vor dem Arthur Ashe Stadium aufgenommen worden, vor einer guten halben Stunde. Da waren noch nicht alle Tore offen für die Night Session im Arthur Ashe, denn das Problem hatte es gegeben mit dem Doppel zuvor. Das hat länger gedauert und jetzt freue ich mich für Sie zu Hause, dass Sie jetzt auch das normale, reguläre Fernsehbild bekommen. Wir sind wieder dabei bei der Partie von Dominik Köpfer, der 2-0 Sätze führt.